Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu InSound Mind. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich musste noch ganz schnell hier den Pistolengriff oder Lauf, der Lauf war es, glaube ich, den musste ich noch ganz schnell unterm Tisch holen, weil der Speicherpunkt hier im Aufzug war. So, wir sind ja eigentlich hier oben soweit durch. Wir müssen wieder eine Etage hoch zum guten Tintenklecksmonster. Ja, in Folge 2 hatte der mysteriöse Anrufer, nenne ich ihn mal, er hat es ja auch erklärt, Rorschach-Test und so weiter. Das sind ja die Tests, bei denen man halt solche Farbkleckse hingelegt bekommt und man dann interpretieren soll, was man darin sieht, um halt irgendwie seine Persönlichkeit damit wieder zu spiegeln. So, wir warten jetzt hier erstmal. Ich habe gar keinen Bock, dass der hier wieder rumrennt. Jetzt gerade aktuell sieht es eigentlich nicht so aus. Oh, ey, die Musik, ne? Die ist echt schlimm. So, also was, wo sollen wir das finden? Am Warenautomat auf jeden Fall. Im ersten Stock. Es ist komisch, es steht halt immer noch da, dass wir den Griff der Pistole finden sollen. Obwohl wir den einstecken haben, das hat es irgendwie nicht so richtig gespeichert. Über dem Warenautomat. Also ich fände es mega cool. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, ich fände es mega cool, wenn wir die Pistole komplett zusammenbauen können, bevor ich hier oben lang muss. Hab zwar keine Ahnung, ob die Pistole gegen Tintenklecksmonster so effektiv ist, aber... bisschen was helfen wird es schon. Also wir können uns auf jeden Fall merken, dass im Fahrstuhl immer gespeichert wird. Das ist definitiv schon mal gut zu wissen, dann sollte ich immer gegen Ende der Folge nochmal eine Runde Fahrstuhl fahren. So. Denke ich auch. Oh, nee, falsch. Das noch rein? Achso, wir müssen mehrmals hier drücken und dann... Bam. Alt und zuverlässig ist schon lange her, dass ich zuletzt so eine benutzt habe. Ich glaube schon. Okay. Dachte irgendwie, man sieht jetzt richtig Kimme und Korn, aber man geht nur ein bisschen näher ran. Wirklich treffsicher ist das Teil wahrscheinlich auch nicht. Bei so einem großen Fadenkreuz, aber es ist mir schon mal lieber, so ein Teil in der Hand zu haben. Die Sache ist jetzt mit der Pistole, wir haben nur 8 Schuss, anfangen auf dieses Gitter da oben, das Lüftungsschachtgitter zu schießen. So da hinten, dahinter. Da habe ich keinen Bock, ich würde ganz gern erstmal ein bisschen Munition mir aufheben. Ist halt auch die Frage, weil ich stand ja da, vielleicht kann ich es mit irgendwas aufbrechen. Ich denke nicht, dass unbedingt jetzt von uns verlangt wird, dass wir da drauf schießen und dann habe ich lieber doch 1-2 Schuss mehr für den Fall der Fälle. So, also wir sind wieder in Etage 2. Irgendwas rückt hier Schränke oder so um. Er scheint nicht mehr da zu sein, aber da kann er nicht einfach weg sein. Ach, nein, nicht immer Telefon. Okay, zumindest kein Monster. Irgendjemand scheint da wirklich ziemlich sauer auf uns zu sein. Komisch, dass es weg ist. So, wir haben ja Virginias Tonband gefunden. Das sollten wir uns jetzt natürlich mal anhören. Here we go again. Okay, was geht hier ab?
Also auf jeden Fall ist hier draußen... Wir haben wieder Teleportiertür, wa? Ja, okay, alles klar. Lassen wir die noch im Tonbandgerät? Wahrscheinlich schon. Wir können mal gucken. Es ist noch nicht sehr viel später geworden. Irgendwie groß was verändert hat sich ja auch nicht. Trauen wir uns rein. In die Tür. Durch die Tür. Und wir sind wieder draußen. Ähnliches Setting wie beim letzten Mal. Okay, also Eden's Grove. Sie war immer im selben Laden einkaufen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und jetzt gibt es einen neuen und das macht sie irgendwie wahnsinnig. Die männliche Stimme wird sicher die unsere gewesen sein, weil wir waren ja ihr Therapeut. Das klang zumindest jetzt auch so. Wir haben ja auch die Therapiesitzung aufgenommen mit dem Tonbandgerät, wenn ich das jetzt alles so richtig verstehe, und finden die jetzt Stück für Stück wieder, damit wir hier dem ganzen Rätsel so langsam aber sicher wieder auf die Spuren kommen. Wir haben ja auch ein paar Einkaufswegen rumstehen. Das wird wahrscheinlich das Geschäft sein hiervon. I can't get my food at Palma Mart. I won't. Well, what other options do we have? Perhaps outside of Milton Haven? No, that's even further outside where I feel safe. Okay. Die scheint wirklich ein bisschen verrückt zu sein. Cool. Das schiebt man direkt ins Wasser. Nur war neuer Laden. Wir wollen hier nicht. Die anderen waren viel günstiger. Bam. Ich habe eine Erfolgsshopping-Errungenschaft freigeschalten. Seht ihr jetzt gerade nicht, kam über Steam rein. So. There's an opportunity here to work on our exercises in small and timely steps. I can see you're getting nervous. That's okay. Boah, ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir hier in die Brühe fallen. Ich möchte es lieber nicht rausfinden. Hat sie irgendwas mit diesen Einkaufswegen auf sich? Sollte ich die vielleicht nicht alle ins Wasser kippen? Oder ins Wasser schubsen? Aber es bietet sich so an. Nicht, dass wir die irgendwie brauchen, um uns eine Brücke zu bauen, aber das glaube ich weniger. Vielleicht ist das Wasser ja die Vergessenheit. Und in dem Moment, wo wir alle Einkaufswegen reinschubsen, geht es der Virginia ja besser, weil sie den neuen Laden vergessen hat. So, na, der ist nicht ganz... Komm, richtig weg mit dir. Ja, okay, wir lassen das. Oder vielleicht... Ah! Ja, Entschuldigung. Das war gerade richtig dumm von mir, aber wir sind direkt hier vorne wieder rausgekommen. Das ist ja schon mal gut. Ach, das gibt's doch nicht. Es tut mir leid. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. So, komm schon. Es ergibt auch keinen Sinn, was ich hier mache. Jetzt aber. Würde trotzdem die Oh Gott, hier stehen ganz viele. Die wir wegschmeißen können, schmeißt man weg. Vielleicht hat es ja irgendeinen positiven Effekt. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr raus hier. Nö, die nicht. Wirklich irgendwas an Items habe ich jetzt auch noch nicht liegen gesehen. Okay, also die Gute fühlt sich nur sicher in Milton Haven. Möchte den Ort auf jeden Fall nicht verlassen. Und anscheinend machen sie schon die kleinsten Veränderungen ziemlich verrückt. Ah, wir sind im Homer Mart drin. Oh oh.
Erkunde den Homermart. Ja, der sieht extremst einladend aus. Aufgrund eines vorherigen Vorfalls ist der Homermart vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und werden bald wieder öffnen. Homermart. Ist halt auch die Frage, warum ist hier überall das Polizeiabsperrband? I might be able to cut this. Oh, jetzt können wir es auf einmal durchschneiden. Eigentlich war es ja die ganze Zeit so, dass das fester als Beton ist, gefühlt. Da haben wir uns gerade eben durchgelesen. It's a lock with a coin slot. Not working. Gut, wir haben halt gerade nichts. Kein 50-Cent-Stück einstecken. Was will man da machen? Außer man hat so einen coolen runden Schlüssel. Die gehen immer auch ganz gut und man kann direkt wieder rausziehen. Er macht zu, wenn wir hingehen. Meine ich das nur oder wissen diese Türen, wann ich nicht hinsehe? Rufen Sie sofort den Mechaniker für die Türen an, ich ertrinke in Papierkram wegen dieser Untersuchung. Meine ich das nur oder wissen die Türen, wenn ich nicht hinsehe? Ah. Okay. Also die Rätsel bisher doch alle noch relativ easy. Ich spiele übrigens auf Schwierigkeitsstufe normal. Wen das da draußen interessiert. Ändert natürlich nichts an den Rätseln, aber nur so generell mal erwähnt. Ja, eigentlich wäre es besser, die Taschenlampe in die Hand zu nehmen. Aber ich fühle mich besser mit der Pistole in der Hand. Homermart, wir haben die niedrigsten Preise garantiert. Shorizo 42 Zoll TV von Shinitsu. Ein Jahr Garantie auf alle Elektronikeinkäufe über 100 Euro. Ein Jahr nur. Bonobo 27 Zoll TV mit eingebautem Videorekorder. Sparen Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Alle Schnurlos-Telefone 20% reduziert. Oh Gott. Es war bloß... stand die gerade eben schon da? Ich laufe halt hier lang, dann höre ich auf einmal so eine Frauenstimme. Dreh mich um und hier steht so eine Figur. Die stand da... Ja, es kann sein, dass sie da stand. Man sieht sie schwer. Ich möchte sie doch mal kurz anleuchten. George war das, der Gute. Also ich lasse definitiv die Pistole in der Hand. Da hinten ist irgendwas Komisches. Wir gucken mal noch ganz kurz hier drüben lang. Ich möchte auch nichts übersehen. Irgendwas hat geklopft. Da steht wieder so ein Ding. Milch- und Fleischprodukte. Können wir vielleicht... Ich möchte eigentlich nicht so dolle leer machen hier, aber... Vielleicht so? Nö. Drüber springen dann? Auch nicht. Also da haben wir einen Spiegel. Ich denke, da passiert irgendwas, wenn wir reingucken. Stand doch gerade auch noch nicht da, oder? Offiziere, zu Ihrer eigenen Sicherheit, seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen rum. Boah, ey, das blendet aber auch. Ohne Ende. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Batterien. Würde mich mal über ein 30er Magazin freuen. Irgendwas hat hier schon wieder was umgeworfen und wir haben schon wieder so einen Spiegel. Okay, wir sind hinter das erste Absperrband gekommen. Boah, Leute.
Seit dem Vorfall ist hier ein komisches Gefühl. Irgendetwas geht vor sich. Und was haben die Spiegel überall zu bedeuten? Das frage ich mich auch. Und irgendwie vertraue ich diesen Schaufensterpuppen hier nicht. Wenn es Schaufensterpuppen sind oder wenn es wirklich die Mitarbeiter sind, die irgendwie mittlerweile alle irgendwie komisch geworden sind. Keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Wer war das jetzt? Die Samantha. So, also ich würde sagen, das war das erste Absperrband hier, oder? Wir sind hier vorne reingekommen, hier lang. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen es schon mal nicht durchschneiden. Der erste Spiegel, ich bin mal gespannt. Oh oh. Geh weg. Lock die Beobachterin zu den Spiegeln. Eine Spiegelscherbe. Reflektierend und sehr scharf. Sharp as a knife. Okay, damit können wir die Absperrbänder durchschießen. Was auch immer das war, was gerade auf uns zugeflogen gekommen ist. Ich hoffe, da liegt Munition. Wir haben bloß noch 4 Schuss, also einmal kriegen wir sie noch weggeballert. Also ich hoffe mal, dass das Schießen überhaupt was gebracht hat oder ob die generell einfach hierher geflogen wäre und sich im Spiegel aufgelöst hätte. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das hat schon was gebracht. So, 6 Munition haben wir. Ich muss mir merken, nach unten scrollen. Ich glaube, wir können auch mit Q und E. Ja, genau. Wir können mit Q und E auch Waffen wechseln. Batterie ist voll. Sie kann ihren Anblick nicht ertragen. Ich mache ihr da keine Vorwürfe, aber sie muss die Welt eben sehen, wie sie ist. Hilf ihr, darüber nachzudenken. Zeig ihr, was sie sehen muss. Wir haben eine Skizze drauf. Also das fliegende Vieh kann ihren Anblick nicht ertragen. Okay, also hat das Schießen vielleicht gar nicht so viel gebracht, wie ich eben schon dachte. Wir müssen die wirklich einfach nur zum Spiegel locken und sobald sie sich sieht, löst sie sich auf oder was auch immer. Oma Mart, wir sind jetzt hier. Wo sind wir denn reingekommen? Hat er eigentlich gesagt, von hier drüben? Milch und Fleischprodukte, das haben wir vorhin gelesen. Hier unten Eingangsbereich, wir sind hier rum, hier lang, hier hoch. Dann irgendwie hier hin. Ich glaube, wir waren vorne im Archiv und hier war das Absperrband. Also wir könnten, ne, wir können nicht raus. Wartung, in den Luftschächten über der Elektronikaufstellung. Entschuldigung, Wartung, in den Luftschächten über der Elektronikausstellung gibt es Ratten. Das erklärt den Geruch. Wir können die Ausstellung nicht öffnen, bis alle Luftschächte gesäubert wurden. Zumal sie direkt über der Spiegelfläche sind. Gehen Sie im Kompressorraum im Ostflügel in die Luftschächte und säubern Sie alles. Was steht da unten? Anders, son of a bitch. Schön. Okay. Also, wir können die nicht öffnen, bis alle Luftschächte gesäubert wurden. Zumal sie direkt über der Spiegelfläche sind. Wir sollen in den Kompressorraum in die Luftschächte und alles säubern. Kompressorraum. Wo ist der Kompressorraum? Im Ostflügel stand da. Ostflügel ist hier drüben. Wartung. Hier oben, ne? Kompressorraum. Also wir sind jetzt gerade hier vorne und hier drüben geht's zur Elektronik rein. Geradeaus würde es jetzt wohin gehen? Es würde jetzt gehen zum Wartungszentralflügel. Wir müssen wieder zurück zum Archiv und dann hier oben durch. Gucken, ob wir das so hinkriegen. Halte den zerbrochenen Spiegel ganz nah. Er sieht mehr, als du es jemals könntest. Schau in den Spiegel, schau deinen Ängsten ins Gesicht. Was soll das wieder für ein Hinweis sein? Ich habe keine Ahnung.
Ich bin mal gespannt, was es zu bedeuten vermag. Und das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir haben zumindest wieder 10 Schuss. Darüber bin ich schon mal relativ happy. Und ich denke, hier im Homermart könnte es noch ziemlich spannend werden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.